Völlig klar, dass sich dieses Spiel vor allem um ihn dreht. Er will auch heute seine Torjägerqualitäten zeigen, ist ja der Topscorer der Liga und gleich geht's hier los. Willkommen bei bestem Fußballwetter hier im Philipsstadion, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu diesem Spiel. Ich bin auch heute wieder voll Fuß und neben mir hat der Kollege Frank Buschmann Platz genommen. Und bei uns wird es heute um ein Spiel aus der Eredivisie gehen. Die Atmosphäre ist schon sensationell. Auf dem Papier ist es nur ein Testspiel, aber es verspricht dennoch einiges. Ist ja klar bei diesen Mannschaften. Machen Sie gut. Steilpass. Er hat den Ball gehalten, aber Szene geht weiter. Er geht dazwischen. Gute Chance. Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten Sie sich kaum wünschen können. Der natürlich klasse an ihm vorbei, lässt ihn einfach stehen und macht das Tor. Eine super Aktion. Besser geht's nicht. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Sie unterstützen gut. Schöner Pass da. Abseits, keine Frage. Steilpass kommt zu spät. Da war die Lücke da, aber sie kriegen das nicht genutzt. Ja, das müssen sie besser machen. Können sie ja auch, haben wir alle schon erlebt. Sie haben jetzt Platz auf außen. Das ist die Chance. Noch ist die Chance da. Aber was macht die Abwehr da? Erst die schöne Parade, aber dann pennen die. Dann bekommen sie den Ball nicht raus. Logische Konsequenz, dieses Tor. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade, richtig gute Parade, aber der Ball kann nicht geklärt werden und das ist eben gefährlich. Nächste Chance, das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. 2-0 steht es hier, sie machen einen guten Eindruck. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Jetzt der Schuss. Gehalten, aber weiter aufpassen. Das nächste Tor. Die Abwehr erneut machtlos. Die Führung damit 3 Tore. Aus kurzer Entfernung das Tor, da sehen wir es nochmal. Ja, da macht er alles richtig, weiß genau, wo der Ball hin muss. Besser kannst du den nicht machen. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3-0. Engels. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Die besseren Ballbesitzzahlen haben im Moment die Gastgeber. Aber jetzt schauen wir erstmal hier genau hin. So, und das nächste Tor und es wird immer deutlicher. Vorsprung ist klar, 4 Tore, die lassen hier nichts mehr anbrennen. Also wenn er von da abschließen kann, dann macht er das Ding, ist ja keine Frage. Treffer aus kurzer Distanz, kein Schnulzig. 4-0 ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. Tolles Zuspiel. Die Chance jetzt. Sie lassen nicht nach, auch nicht bei diesem Spielstand. Gewonnen haben sie hier eh schon lange.
Jetzt der nächste Treffer. Bah, schönes Tor. Hier ist die Wiederholung. 1-1. Sieht so leicht aus. Ist in Wahrheit oft so schwierig. Es ist ein Duell der Nerven. Da musst du abgezockt sein. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Sie haben den Ball. Gut mitgespielt vom Torhüter, er fängt den Ball ab. Mit Auge, da schickt er den Mitspieler. Was macht er draus? Ja, enge Geschichte. Ball ist im Tor, aber das ist abseits. Fahne ging sofort hoch und ich glaube, das ist auch die korrekte Entscheidung, auch wenn sie es erstmal nicht fassen können. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. In den freien Raum. Super Pass, Ball kommt an. Ah, zweites Tor heute von ihm, unaufhaltsam. Der macht hier, was er will. Da wird die Entstehung dieses Tors nochmal. Erst das feine Kurzballspiel. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. 6-0. Einbahnstraßenfußball ist das heute. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. So, was machen Sie draus? Jetzt vielleicht. So gerade eben noch geklärt. Da wäre es fast passiert. Pause in dieser heutigen Partie. Die Gastgeber sind also in Führung. Sie liegen hier. Die zweite Hälfte läuft und sie gehen mit einer beruhigenden Führung in die zweiten 45 Minuten. Viel mit Auge. Tor, Ball ist drin, aber das wird nicht zählen. Das war abseits. Ganz, ganz enge Entscheidung. Zentimeter geben da den Ausschlag. Das ist natürlich hart. Das war eine Riesenchance. Geht gut nach innen. Da kommt der Schuss. So, wieder ein Tor. Langsam wird es voll auf der Anzeigetafel. Das ist natürlich mehr so ein Schaulaufen, was sie jetzt hier machen. Ball kommt unheimlich wuchtig und dann kannst du nichts mehr machen. Dann ist dieses Tor nicht mehr zu verhindern. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Pass kommt nicht an. Schönes Zuspiel. Gehalten, aber Sie müssen weiter aufpassen. So, Gefahr ist erstmal bereinigt, ganz sicher geklärt.
Sie sind heute einfach sehr offensiv stark, immer wieder tolle Möglichkeiten. Und dann brauchst du eben auch die Coolness, die Cleverness, die Dinger zu machen. Dann hast du so eine Führung. Schönes Zuspiel hier. Abseitsfahne ist oben, da hat nicht jeder mit gerechnet. Ah, ich auch nicht, da bin ich ganz ehrlich. Das war eine ganz enge Geschichte. Es wird jetzt hier gewechselt. Das Warten auf seine Entscheidung hat ein Ende. Demnächst läuft er für den FC Liverpool auf. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Sie haben Platz. Was für eine Chance. Das war knapp. Ganz im Gegenteil zum Spielstand. Ja, und damit hätten sie die Chance gehabt, zumindest ein wenig ranzukommen. Wieder nichts. Schöne Kurzpässe hier. Sie haben es im Moment wirklich nicht eilig. Kein Wunder bei dem Spielstand. Gutierrez. Da muss er hin und holt sich den Ball. Engels. Gutierrez. Er geht schön dazwischen. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Jetzt wollen sie das Spiel schnell machen. Er gibt abseits. Jetzt kommt hier der Wechsel. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Da gehen sie dazwischen, Ball ist weg. Sie sehen sich jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. So, Nachspielzeit angezeigt, gibt noch mal 2 Minuten drauf. Und er hat den Ball. Das war's für heute. Das Spiel ist zu Ende und Sie dürfen sich hier über diesen Sieg freuen. Klarer Sieg also, ein Tor schöner als das andere und genau so kennen wir sie. Mehr Treffer hat keine Mannschaft erzielt und heute hat man wieder einmal gesehen, warum. Spielen sich viele, viele Chancen raus und machen die Dinge auch. Eiskalt, routiniert, souverän, das ist großartig.
Die Premiere, der erste Auftritt im neuen Trikot. Wird es ein Traumdebüt? Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Herzlich willkommen im Philips-Stadion. Ich begrüße Sie zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfans. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind heute wie üblich Ihre Kommentatoren. Und wir sind live dabei bei diesem Spiel in der Eredivisie. Klingt nach spannendem Fußball. Buschi. Ich glaube, das wird extrem spannend heute. Das wird hochklassig. Beide wollen sich zeigen, wollen ein Ausrufezeichen setzen. Und dann... Oh, ob er da ungestraft davonkommt. Es gibt nicht rot. Das überrascht mich jetzt aber doch. Ja, nicht nur dich, Wolf, sondern auch den Spieler selbst. Der hat fest mit rot gerechnet, ganz ehrlich. Und das wäre auch korrekt gewesen. Ein tolles Tor. Er macht den Freistoß direkt rein. Hier haben wir die Wiederholung der Szene. Ein fantastischer Freistoß mit ganz viel Auge und Technik. Mit dem Außenriss ins Tor. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Mauro Junior. Sie ziehen an der Spitze einsam ihre Kreise, Buschi. Ja, und es scheint ja wirklich so, als könnte ihnen da überhaupt keiner gefährlich werden. Ich bin gespannt, wie es heute läuft. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Das ist die Chance. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Die Ecke kommt rein. Machen Sie halbherzig. Das könnte sich hier rächen. Der Versuch. Also, wenn Sie die Dinger nicht reinmachen, dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn hier die Geschichte vielleicht sogar noch mal kippt. Ja, und so bleibt es erstmal spannend. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Drin ist er. Sie erhöhen ihre Führung also auf 2 Tore. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualitäten, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Geht einfach vorbei. Ganz energisch. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Mauro Junior. Da haben sie die Chance. Immer noch gefährlich. Da ist er mit dem Block zur Stelle. Jetzt kommt die Ecke. Ah, den muss er besser klären. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Madueke. Und dann verlieren sie doch den Ball. Das machen sie gut, baut das Spiel schön auf. Gehalten! Der Ball kommt rein. Da ist er da, den Ball hat er. Und das war alles andere als einfach. Das war ein guter Kopfball. Dass sie hier so deutlich vorne liegen, das hat natürlich eine ganze Menge mit der sensationellen Chancenverwertung zu tun. Das ist herausragend. Und jetzt greifen sie schon wieder an. Sie lassen nicht locker.
sauber vom Ball getrennt hier. Ball weiter im Spiel, könnte durchaus gefährlich werden. Klasse Einsatz. Gut verteidigt. Schießt er ihn rein. Gehalten, aber weiter aufpassen. Sie können sich absolut auf ihn verlassen. Also das war jetzt eher harmlos, aber die Szene vorher, die war enorm gefährlich. Ja, da muss er schon sein ganzes Können aufbieten, um den zu halten. Das ist eine super Parade. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Pause im Philips Stadium.
Was kann er uns in seinem ersten Spiel zeigen? Ist er in Bestform? Bleiben Sie dran. Das wird ein hochinteressantes Spiel. Herzlich willkommen, liebe Fußballfans. Klasse, dass Sie eingeschaltet haben. Ich begrüße Sie bei optimalem Fußballwetter zu diesem Spiel heute. Kommentieren werden dieses Spiel Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann. Und wir sind zu Gast bei einem Spiel aus der Eredivisie. Heerenveen gegen PSV Eindhoven. Das ist so eine Partie, die die Fans begeistert. Und uns hier oben auf der Kommentatorentribüne natürlich auch. Es wurde so viel geschrieben, es wurde so viel diskutiert. Und jetzt geht es los. Gleich rollt der Ball. Sie können es machen. Geblockt, aber weiter Gefahr. Jetzt der Schuss. Ah, der Ball ist immer noch heiß, aber da ist die Fahne abseits. Ich glaube, da wird die Abwehr durchatmen. Denn das sah richtig gefährlich aus. Für De Ligt ist das die Premiere heute. Sie wollten ja noch mal in der Innenverteidigung nachlegen. Das haben Sie jetzt getan. Das ist ein toller Neuzugang. Mit dem wird diese Mannschaft noch mal deutlich stärker. Der Ballverlust jetzt. Weindal. Das ist ein vielversprechender Pass. Das hätte durchaus was werden können, aber abseits. Ah, da hat das Timing nicht ganz gestimmt. Läuft zu früh los. Kennen wir natürlich besser. Da kann die Abwehr jetzt erstmal durchschnaufen. Sieht gut aus. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Ruhiger Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel auf. Vielleicht gelingt jetzt die Führung. Gefährliche Szene. Und damit haben wir das erste Tor dieser Partie. Super Tor, können wir nicht anders sagen. Kurze Distanz, aber da musst du erstmal die Nerven behalten. Und genau das tut er. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Sie suchen die Lücke. Sauber und fair vom Ball getrennt hier. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Er versucht's. An die Latte. Der Angriff damit beendet. Nur der Aluminiumtreffer. Es hat nicht viel gefehlt. Und sie hätten den Vorsprung weiter ausgebaut. Es bleibt bei einer knappen Führung. Ball läuft da gut jetzt. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball.
Jetzt der Schuss. Er macht das Tor und bringt sie hier mit 2 Toren in Führung. Also wenn er von da abschließen kann, dann macht er das Ding, ist ja keine Frage. Treffer aus kurzer Distanz, kein Schnäuzig. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Sie bieten sich an. Riesenchance. Zunächst gehalten, aber wir schauen weiter genau hin. So, Gefahr ist erstmal bereinigt, ganz sicher geklärt. Und jetzt die Chance. Da haben sie gut aufgepasst. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Die Riesenchance. Was für eine Szene. Toller Schuss mit ganz viel Gefühl, technisch brillant gemacht, aber eben kein Tor. Mein Gott, war das knapp. Wir hören den Pausenpfiff und damit war es das hier also in diesem ersten Spielabschnitt. In diesem heutigen Duell geht es um eine Menge. Beide wissen, heute muss Leistung her. Wir zeigen es Ihnen live aus dem Philips-Stadion, also bleiben Sie dran. Attention, Damen und Herren. Willkommen, liebe Zuschauer, hier im Philips-Stadion. Ich begrüße Sie zu diesem Spiel. Ich bin Wolf Fuß, ich darf diese Partie mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren und wir präsentieren Ihnen das Viertelfinale hier in diesem Wettbewerb. PSV Eindhoven gegen Ajax Amsterdam. Ja, mit der Favoritenrolle ist das immer so eine Sache. Das kann natürlich auch belasten, haben wir schon erlebt. Am Ende wird der Favorit durch diese Rolle dann eher gebremst und dann kann es eine Überraschung geben. Wichtig wird sein, gut in die Partie reinzukommen. Und da ist sie, die Startaufstellung von Ajax Amsterdam. Davy Klaassen steht mit... Moment, jetzt könnte es gleich krachen. Es läuft für sie. Früh gehen sie hier in Führung. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass und dann hat er wirklich nicht viel Platz, aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Da hat nicht viel gefehlt. Die Idee war gut, schöner Lupfer und dann waren es nur Zentimeter, die fehlen.
Er hat seit dem letzten Spiel 100 Siege auf dem Konto. Wichtiger Meilenstein für jeden Trainer, Bougie. Aber ich glaube, das hat er nur kurz gefeiert. Und dann hat er sich schon wieder auf den nächsten Sieg, auf das nächste Spiel konzentriert. Und genau das ist ja seine Art, das ist sein Geheimnis. Und das macht seine Mannschaft so stark. Er nimmt jede Aufgabe, jeden Gegner extrem ernst. Und das sehen wir immer wieder. Er passt die taktische Marschroute an, nimmt auch mal die ein oder andere Umstellung vor. Und so kommen dann die Ergebnisse am Ende eben auch raus. Er spielt steil. Ball läuft gut. Und dann ist der Ball weg. Da haben sie die entscheidende Lücke einfach nicht gefunden. Sie spielen steil, gefährlich. Eigentlich eine gute Aktion, aber der Ball ist weg. Es wurde in den letzten Tagen viel über ihn geredet. Denn er muss heute gegen sein früheres Team ran. Ganz einfach ist das nicht, oder Bushi? Nein, die Frage ist ja immer, kann er dann auch in so einem Spiel seine gewohnte Leistung bringen? Oder lenkt ihn das alles ab? Er kennt die Fans, kennt den Club. Aber hey, das ist ein abgebrühter Profi, den macht alles drumherum nichts aus. Der wird heute seine Leistung bringen. Das sieht der Coach nicht anders, sonst würde er ja nicht spielen. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Im Grunde müssen sie dadurch hier die Führung weiter ausbauen, oder? Ja, Logo, die müssen sie machen. Dann können sie das Ganze hier deutlich entspannter anschauen. So bleibt spannend. Jetzt könnte es gefährlich werden. Nur noch der Torwart vor sich. Er macht das Tor. Und damit sind sie nun mit zwei in vorne. Wir schauen noch mal auf dieses Tor und wir sehen, das ist ein exzellenter Alleingang. Setzt sich durch, zieht zum Tor und der Abschluss ist auch. 2-0 steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Aber dann wird doch nichts aus dieser Situation Gefahr bereinigt. Die besseren Ballbesitzzahlen haben im Moment die Gastgeber und sie wirken sehr zielstrebig. Kommen gut vors Tor, kommen gefährlich vors Tor und rausgekommen ist die Führung, die verdiente Führung. Da kommt die Hereingabe. Die Flanke bleibt hängen. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Können Sie was draus machen aus dieser Szene? Da ist er zur Stelle. Das gibt Einwurf. Er kommt noch an den Ball. Der Ball kommt rein. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Ball kommt in die Mitte. So, wir gehen in die Pause, da ist der Pfiff. Jetzt können wir alle erstmal durchatmen. So, weiter geht's, liebe Zuschauer, Durchgang 2. Ajax mit dem Anstoß. Pass kommt nicht an. Da geht er vorbei. Der Angriff könnte was werden. Tor für Eindhoven. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt und dann setzt er sich durch. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance.
Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Klaassen. Guck klar. Horta. Oh, toller Pass. Gute Aktion. Das macht er stark. Er hat den Ball. Klasse gehechtet und gehalten. Kein Tor. Die Gefahr ist bereinigt. Jetzt der Eckball. Es gab zuletzt die ein oder andere Schlagzeile zu ihm. Denn ursprünglich war der heutige Gegner ja mal sein Verein. In der Jugend, in der Zeit, als er zu dem Spieler wurde, der er heute ist. Richtig. Und wenn man sich mit den Fans unterhält, dann sagen alle, klar, irgendwann war der nicht mehr zu halten. Aber so ein wenig träumen sie schon. Was wäre, wenn der noch hier spielen würde? Aber träumen ist ja erlaubt. Wie hat er den Ding gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Könnte was werden. Guter Pass. Das ist die Chance. Das war heute schon sein drittes Tor. Eine Spitzenleistung. Da ist das Tor nochmal, da ist der Dreierpack und man merkt, die Abwehr hat große Probleme, finden kein Mittel, sind da hilflos, immer wieder. Klare Sache hier, das 4:0 ist schon deutlich. Ja, könnte gefährlich werden jetzt. Gehalten, aber sie müssen weiter aufpassen. War am Ende dann doch nicht entschlossen genug. Und jetzt ein Schuss. Blockt den Schuss erstmal ab. Da zahlt sich das frühe Stören aus. Ballgewinn. Ist kein echtes Problem für einen Keeper seiner Klasse. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Er geht in den Strafraum. Ball kommt nicht an. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Gefährlich jetzt. So, wieder ein Tor. Langsam wird es voll auf der Anzeigetafel. Das ist natürlich mehr so ein Schaulaufen, was sie jetzt hier machen. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann machen sie aus nächster Nähe das Tor. Das ist letztlich nur noch Formsache. Hören nicht auf, spielen weiter nach vorne und daher steht es mittlerweile 5:0. Ricardo Horta. Den Ball hat die Abwehr. Neun Minuten sind hier noch zu spielen. So fangen sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Da wäre Platz für den Konter. Diesen Ballverlust hat er förmlich erzwungen. Er entscheidet schnell und richtig. Er gibt Vorteil. Ja, mit viel Übersicht. Die Riesenchance. Gibt abseits, Fahne ist oben. Eine Entscheidung, die nicht allen gefällt. Und jetzt gibt es hier noch Gelb. Da hat er erst noch den Vorteil abgewartet. Sehr gut gemacht, richtig das Spiel zunächst weiterlaufen zu lassen. Zwei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Er kann diese Situation so gerade noch entschärfen. Da ist er einen Tick früher zur Stelle. Ha, das war knapp. Schlusspfiff in diesem Spiel und damit steht nun also fest, sie sind weiter, sie haben sich hier durchgesetzt. Das haben sie klasse gemacht, haben dieses